Diese Grafik zeigt die subjektive Schichteinstufung, also die Selbsteinschätzung, zu welcher Schicht man sich zählt, zwischen 1991 und 2012 vergleichend im West- und Ostdeutschland. Zweitens, wie liest man die Grafik? Die Schichten sind zwischen Unter- und Oberer Mittelschicht aufgeteilt und die Balken in die jeweilige Richtung zeigen an, wie viel Prozent der Bevölkerung sich der jeweiligen Schicht zurechnen. Drittens, die wichtigsten Werte. Die Menschen in Ostdeutschland haben sich direkt nach der Wende 1991 mehrheitlich der Arbeiterschicht zugeordnet. Kaum jemand wähnte sich in der oberen Mittelschicht. Das hat sich im Verlauf der nächsten 20 Jahre deutlich verändert. Mittlerweile rechnet sich die Mehrheit der Mittelschicht zu und nur noch 39% der Arbeiterschicht. Die Oberschicht ist leicht gewachsen, der Unterschicht rechnet sich kaum jemand zu. In Westdeutschland überwiegt noch stärker, fast zu zwei Drittel, die Zuordnung zur Mittelschicht. Eine vergleichsweise starke obere Mittelschicht mit 13% sticht heraus. Zur Unterschicht hat sich praktisch niemand bekannt. Das hat sich bis 2012 kaum verändert. Die Zurechnung zur oberen Mittelschicht ist zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland sehr unterschiedlich. Fast dreimal so viele Menschen wähnen sich im Westen der oberen Mittelschicht zugehörig. Nummer 4. Deutung. Das Erbe der DDR als Arbeiter- und Bauernstaat zeigt sich direkt nach der Wende. Aber auch 20 Jahre danach gibt es weniger Menschen als im Westen, die sich einer höheren Schicht zuordnen. Ob die Menschen tatsächlich weniger erreicht haben oder ob sie sich anders zuordnen, das zeigt die Grafik nicht.